Wir sind heute da, wir waren jetzt zum Wochenende. Gibt es schon genau einen Sendetermin für deine, für die Gina-Lisa-Show? Ich kann aber nicht sagen, wie sie heißen wird. Würde der Titel schon verraten, um was es geht? Bisschen. Bisschen? Naja, nicht ganz. Ja, lasst euch überraschen. Aber och, gestern war ich auch, war richtig geil, war ich auf einer Filmpremiere. Wo? Von Unschuldig in Berlin. Ah, kommt hier bei ProSieben, glaube ich, mit Alexandra Nell. Am Montag bei uns zu Gast. Super übrigens. Frau, echt. Alexandra Wahnsinn. Nell. Liebe Grüße. Wie super. Ist das denn so? Jetzt geht man ist da zu einer Filmpremiere über einen roten Teppich und merkt auf einmal, alle kennen einen. Scheiße, ey, ich habe kein Leben mehr, verdammt. Weißt du? Ich kann nicht mehr auf der Straße laufen, aber finde ich geil. Bist du angemacht auf der Straße? Ich finde es geil. Er war ja vorher auch schon so. Ja. Aber ja. Ich find, also das ehrt mich richtig, wenn ich so, dass ich auch so viele Fans habe. Ich würde am liebsten jeden Fan abknutschen und ein Autogramm geben und ja. Ist geil. Kannst du bei der Band direkt anfangen? Ja, Band, ja geil. Homies, ey, verdammte Scheiße, Homies. Ihr seid klasse, seid ihr. Ihr wurdet ihr gezwungen, das zu tragen oder habt ihr es freiwillig gemacht? Ja, klar. Ihr seid super. Trotzdem, dass ihr es gemacht habt, finde ich geil. Gehst du so auf die Straße eigentlich in so einem Outfit oder ist das nur für heute Abend? Nein, natürlich nicht. Läufst du auch mal in Jogginghose und Schlappen rum? Ja, auch mal. Ja. Aber wenn ich abends weg ohne jetzt halt zu dir, ist extra fittig. Ja, ja, achso, danke schön. Ich extra fittig. Ja, also wenn es losgeht mit der neuen Show, musst du wieder vorbeikommen. Und dann erzählst du uns hoffentlich, um was es geht. Ja? Ach, ich. Und spätestens beim Turmspringen sehen wir uns wieder. Das ist hiermit abgemacht. Ne? Das weißt du, versprochen ist versprochen. Versprochen und ist nicht versprochen, gebrochen. Wird auch nicht gebrochen. Exakt so. So sieht's aus. Zack, die Bohne. Zack, die Bohne. So. Dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Und toll, toll, toll. Und pass gut auf, ne? Also es wimmelt in diesem Geschäft, wimmelt nur so von Halunken. Mhm, ja? Deswegen immer nur mit seriösen Typen wie mir zum Beispiel zusammenarbeiten. Ja. Ja? Schmeckt, du hast das mit mir vor. Exakt. Ja, so sieht's aus. Wir werden sehen. Wir arbeiten also, zusammen. Vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist und weiterhin viel Erfolg. Gina Lisa, meine Damen und Herren. Ja, da ist sie hinfort entschwunden. Können wir uns noch einmal die Bilder von ihrem letzten Gang über die Treppe anschauen, bitte? Oh. Wunderschöne Bilder. Wunderschöne Bilder. So. Lassen Sie ein bisschen auf sich wirken. Bin mal gespannt, was das für eine Show wird. Die Gina-Lisa-Show.